Kurze Frage, hoffentlich auch eine kurze Antwort, die mir gelingt. Was ist eigentlich Zahnstein? Zahnstein ist kein Stein im klassischen Sinne, da hat sich unsere Sichtweise auch drauf geändert. Zahnstein ist letztlich mineralisierter Zahnbelag. In Untersuchungen unter Mikroskop weiß man aber, dass dieser Zahnbelag letztlich und eben auch der Zahnstein, der Biofilm als Vorgänger und der Zahnstein dreidimensional aufgebaut ist. Er ist also in unterschiedlichen Schichtungen und Strukturen organisiert und hat letztlich eine wichtige Funktion für Bakterien. Deshalb organisieren die sich in diesen unterschiedlichen Strukturen, denn das Bakterium, das im Mund ist, möchte natürlich geschützt sein. Und der dreidimensionale Aufbau im Biofilm und im Zahnstein sorgt dafür, dass sich die Bakterien so organisieren, dass sie möglichst ungestört weiterhin wachsen können und einfach ungestört ihre Substrate, Nährsubstrate aufnehmen können, gleichzeitig aber auch in den tieferen Schichten geschützt sind vor anderen Einflüssen, wie zum Beispiel eben dem Putzen oder der Verwendung von Mundspüllösung. Mundspüllösungen können das Wachstum von Belägen hemmen, das ist richtig. Ab einer gewissen Belagsdicke ist es allerdings so, dass die Wirkung in die Tiefe der Belege nicht mehr stattfindet. Und insofern ist es wichtig, dass man den Zahnstein nicht nur als einfach schnöden Stein begreift, sondern letztlich ähnlich wie dem Belag als einen dreidimensional organisierten Bakterienfilm, der sich deshalb eben organisiert, um einfach den Einflüssen durch die Putzhygiene oder Putzroutine geschützt zu sein, das Bakterium da drin. Das Ziel muss also sein, den Belag zu entfernen. Das geht beim weichen Belag selbst und alleine zu Hause im Rahmen der täglichen Mundhygiene. Beim festeren Belag, der nicht mehr mit der Bürste einfach zu entfernen ist, da muss professionell nachgeholfen werden in der Prophylaxe, damit eben dann dieser Bakterienfilm keinen Platz mehr im Mund hat, damit er einfach weg ist. Denn wir wollen natürlich diese pathogenen Keime, also krankheitserregenden Keime, die eine Karies oder häufig eben eine Parodontitis eigentlich auslösen können, nicht im Mund haben. Wir wollen niedrige Bakterienanzahlen im Mund haben und deshalb ist es ganz entscheidend, regelmäßig diese Biofilme zu entfernen, eben im Rahmen der geführten Biofilmtherapie. Das ist das, woraus sich letztlich die PZR weiterentwickelt hat. Und insofern Zahnstein nicht nur Zahnstein, sondern man muss es sehen einfach als dreidimensionales Bakteriengebilde, als ein organisiertes Bakterienkonglomerat. Insofern hoffe ich, die einfache Frage möglichst unkompliziert beantwortet zu haben. Freue mich, dass alle zugeschaut haben und hoffe, dass die weiteren Videos bei uns im YouTube-Kanal Anklang finden. Vielen Dank.